Inora. Erlens Garde. Ich muss da hoch. Es ist Aloy! Na, das seht ihr. Wir dachten, du wärst am Berg gefallen. Nein, der Berg fiel auf mich. Hör zu, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich muss jetzt zu Hades. Nicht allein. Es ist mein Kampf. Ihr solltet besser hierbleiben. Wir wollten ihm eh gerade hinterher. Stimmt's? Stimmt. Habicht und Drossel, also los. Ich sollte meine Vorräte auffüllen. Letzte Chance. Machen.
Lass dich nicht einkreisen, Aloy! Verstanden! Ich bin mehr als eine Bedrohung. Masterüberbrückung ausgerüstet. Zum Aktivieren Name und Rang eingeben. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberbrückung aktiviert. Löschprotokoll wird bereit.
Okay, Gaia. Tut mir leid. Was sagte ich? Du hast eine Geschichte erzählt. Stimmt, ja. Also, wie ich schon sagte, es war ein Kinder-Elektrobaukasten, aber ich schloss die Drähte an eine Autobatterie und Solaranlage an. Da fing das Gras an zu brennen. Und auch eine hohe Kiefer, die dort stand. Ich weiß nicht, vielleicht 100 Jahre alt. Frage, wie alt warst du? 6. Meine Mutter war zu Hause, zum Glück. Also rief sie die Feuerwehr. Und danach nahm sie mich mit raus und zeigte mir die toten Vogelbabys. Denn da waren Nester in der Kiefer. Frage, was hast du gefühlt? Ich weiß nicht. Ich schrie, glaube ich, dass es mir egal ist. Da nahm meine Mutter mein Gesicht in ihre Hände und sprach. Frage, was hat sie gesagt? Es soll mir nicht egal sein. Sie sagte, Elizabeth, es bringt nichts, klug zu sein, wenn du die Welt nicht verbesserst. Du musst deine Intelligenz für etwas nutzen. Dem Leben dienen, nicht dem Tod. Du erzählst oft Geschichten von deiner Mutter, aber du bist kinderlos. Ich hatte nie Zeit. Ich schätze, es war besser so. Wenn du ein Kind gehabt hättest, Elizabeth, was hättest du ihm oder ihr gewünscht? Ich schätze, ich hätte mir gewünscht, dass sie neugierig ist. Und stur, unaufhaltbar sogar. Aber mit genug Mitgefühl, um die Welt zu heilen. Nur ein bisschen. Was erstmal, Gaia. Zeit fürs Bett. Einen angenehmen Schlaf, Elizabeth. Danke. Dann bis morgen. Thank you.
Hallo, alter Freund. Kennst du mich noch? Wir haben noch so viel zu bereden. Du musst mir noch viel verraten. Zum Beispiel über deine Meister, die dich mit dem Signal aufgeweckt haben. Wissen ist schließlich Macht, weißt du? Tja, fangen wir an.